Sehr herzlichen Dank, dass du nach diesen stressigen Wochen dir die Zeit genommen hast und hierher kommst. Und du hast sehr viel Thema. Ja, gehen wir gleich in Medias Res, ja? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier, liebe Laura. Da war ich noch in Venezuela, als du mich eingeladen hast, habe ich gedacht, naja, das passt ganz gut, also morgen beginnt die Sitzungswoche, da bin ich heute schon aus Aachen gekommen. Ich will mich ganz kurz nochmal vorstellen, ich bin André Junko, bin europapolitischer Sprecher in der Bundestagsfraktion, aber auch mit so einem Bein in der Außenpolitik, in der internationalen Politik, bin da auch stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, wo zum Beispiel jetzt am Mittwoch auch Venezuela um 9 Uhr direkt als erster Tagesordnungspunkt wieder draufsteht. Und ich habe eigentlich selbst in der meiner eigenen politischen Arbeit mich nie so intensiv mit Venezuela beschäftigt. Bin auch kein Experte, behaupte das auch heute nicht. Aber als am 23. Januar Juan Guaido sich als Präsident ausgerufen hat. Der war ja da rotierender Interimspräsident innerhalb des venezolanischen Parlamentes. Es ist ja nicht so, dass sozusagen die Mehrheit dieses Parlamentes politisch hinter ihm steht, sondern die verschiedenen Oppositionsparteien haben ja ein Rotationsverfahren gewählt. Und jetzt im Jahre 2019 war halt Guaido dran. Von seiner Voluntad Popular, die 8% nur hatte, die den extremsten Teil der Opposition auch darstellt. Also als der sich am 23. Januar zum Präsidenten des Landes, nicht zum Parlamentspräsidenten, sondern zum Präsidenten ausgerufen hat und wenige Minuten später von Trump und den USA und befreundeten Staaten anerkannt wurde und dann von Maas und Macron und Sanchez in Spanien ein Ultimatum gestellt wurde, binnen 5 Tagen neue Präsidentschaftswahlen anzusetzen, die ja letztes Jahr im Mai waren. Da habe ich halt gedacht, das ist jetzt wird ein ganz, ganz wichtiger Auseinandersetzung und habe mich sozusagen seitdem intensiver mit der Situation in Venezuela beschäftigt. Ich hatte zunächst eine Studie dann beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Auftrag gegeben. Man kann ja als Abgeordneter sozusagen so Studien anfertigen lassen. Das kann jeder einzelne Abgeordnete machen, da muss man gar nicht groß die Fraktion fragen. Und das ist schon, will ich mal sagen, eine sehr gute Einrichtung, die es gibt im Bundestag. Da sitzen Wissenschaftler, die sozusagen zu einer Fragestellung dann intensiv den Forschungsstand zu dieser Fragestellung darstellen, bearbeiten. Und ich habe halt die Frage gestellt, ist das eigentlich überhaupt völkerrechtskonform, diese Anerkennung, auch von Seiten der Bundesregierung. Und meine Kollegin Heike Hensel hat noch eine zweite Studie in Auftrag gegeben, gab es sowas eigentlich schon mal in der deutschen Außenpolitik? Und die Antworten auf beide Studien waren hochinteressant. Das erste war, es ist sehr, sehr, sehr nahe gelegt worden in der Antwort, dass die Anerkennung, so wie sie Deutschland praktiziert, völkerrechtswidrig ist, die UN-Charta verletzt. Und in der zweiten Studie, dass ein Bruch der bisherigen Außenpolitik Deutschlands darstellt, die immer so ausgesehen hat, dass man Staaten anerkannt hat und nicht sozusagen Einzelpersonen, die sich selbst deklarieren, dass man sich sozusagen nicht das Urteil angemaßt hat, selbst außenpolitisch, wer sozusagen in dem Staat legitim ist und wer nicht. Ja, man kann ja immer noch unterschiedlicher politischer Meinung sein, was die Akteure sind, enger oder weniger eng zusammenarbeiten, aber dass man sozusagen jemand, der sich selbst zum Präsidenten ausgerufen hat, ist auch ein Novum, ein Bruch bisheriger deutscher Außenpolitik. Das haben ja dann in der Summe 50 Staaten so vollzogen, in etwa 50 Staaten, also die USA und ihre Verbündeten, die meisten NATO-Staaten,
die Hälfte ungefähr der lateinamerikanischen Staaten und die große Mehrheit der EU-Staaten, aber nicht alle. Das ist auch sehr wichtig, das sollte man auch nicht vergessen. Italien, Griechenland, Slowakei und Zypern haben Guaido nicht anerkannt. Und das führt jetzt auch praktisch dazu, dass zum Beispiel die Erklärungen von Mogherini, die ja sozusagen den gesamte EU vertreten muss, sehr, sehr viel zurückhaltender sind, was Venezuela angeht, als das zum Beispiel die Erklärungen von Heiko Maas sind. Ja, das konnte man jetzt sozusagen bei dem jüngsten Putschversuch, 30. April, 1. Mai, nochmal feststellen, wenn man da die beiden Erklärungen nebeneinander legt, sind richtig Welten zwischen dem, was Mogherini erklärt hat, zurückhaltender, nicht neutral, das würde ich nicht sagen, aber zurückhaltender, und was Heiko Maas erklärt hat, der ja noch während des Putschvorganges seine Unterstützung für Guaido erklärt hat. So, das war das eine, und dann habe ich gedacht, dass es wäre gut, auch dahin zu fahren und sich ein eigenes Bild zu machen der Situation. Das ist ja auch alles nicht so ganz einfach. Und ich hatte dann Ende Februar schon einen Antrag gestellt an den Auswärtigen Ausschuss. Ich wollte schon Ende Februar fahren, das waren eigentlich über die Karnevalstage. Ich weiß, in Berlin spielt das nicht so eine Rolle, aber in Aachen ist das ein wichtiges Orientierungszeitraum. Habe den Antrag an den Auswärtigen Ausschuss gestellt, das ist nichts Ungewöhnliches, auch als Stellvertreter, wenn man mit einem Thema beschäftigt ist, zu dem Thema auch im Ausschuss präsent ist, und das war ich auch, dann kriegt man normalerweise auch so eine Reise genehmigt. Und bevor ich überhaupt irgendeine Antwort gekriegt habe und kurz nachdem ich überhaupt den Antrag eingereicht habe, kriegte ich einen Anruf der Bild-Zeitung, die sozusagen schon den Artikel eigentlich geschrieben hatten, die wissen wollten, was kostet das und so weiter. Es war von der Fragestellung sehr klar, dass sie einen Skandalartikel schreiben wollten, unter der Überschrift mit Steuergeld zum Diktator. Ich war dann auch gesundheitlich angeschlagen und habe dann diese Reise verschoben, noch Ende Februar, bin dann zum Verlierer des Tages erklärt worden in der Bild-Zeitung. Das ist ja eine Ehre für einen Linken. Und bin aber jetzt vom 16. bis 27. April, dann sozusagen über die Ostertage, dann nach Venezuela gefahren. Freue mich auch, dass Mariana von der venezolanischen Botschaft gerade reingekommen ist. Und habe ein tolles Programm, ein umfangreiches Programm absolviert mit ungefähr 30 Gesprächspartnern in den 11 Tagen, organisiert auf drei Wegen. Einmal über die deutsche Botschaft vor Ort, bei der ich angefragt habe, die Gespräche mit der Opposition und den humanitären Hilfsorganisationen, zum Beispiel Rotes Kreuz oder die Panamerikanische Gesundheitsorganisation. Dann über die venezolanische Botschaft hier in Berlin, Gespräche mit Regierungsvertretern, mit der PSOV, der Regierungspartei und der Konstituierenden Versammlung. Habe das Glück auch noch dazu, dass ein Mitarbeiter von mir mit einer Venezolanerin verheiratet ist und dadurch und auch oft da war, gerade in der Elternzeit, und dadurch sehr, sehr viele Kontakte hatte, sodass ich auch noch einen dritten unabhängigen Kanal hatte, über den ich auch sehr viel spannende Gespräche und Besichtigungen zum Beispiel zu verschiedenen Linken, die jetzt nicht regierungsnah sind, aber gegen die Intervention von außen oder verschiedenen sozialen Bewegungen. Ich kann das alles jetzt nicht darstellen in 20 Minuten, das ist klar. Wenn du ein bisschen länger brauchst und kannst du... Nein, aber ich versuch's sozusagen, das Wichtigste darzustellen. Ich hatte am ersten Tag direkt das Gespräch mit dem Außenminister Arriaza in der Cancilleria am Plaza Bolivar. Das ist sozusagen das Außenministerium mitten im Zentrum. Und das kam auch deshalb, glaube ich, sehr schnell zustande,
weil der Ariasa im UN-Sicherheitsrat die Studie des wissenschaftlichen Dienstes, die wir hier erstellt haben, ausführlich vorgestellt hat, dem deutschen Vertreter Heusgen dort auch um die Ohren gehauen hat sozusagen stark damit gearbeitet hat. Und auch bei der Ausweisung des deutschen Botschafters Kriener, ihr wisst, dass der deutsche Botschafter ja zur Persona non grata erklärt wurde, als er am Flughafen bei der Wiedereinreise von Guaido einen extrem engen Schulterschluss und extrem, würde sagen, schon aggressive Äußerungen auch über die, in die Mikros, was die, gegen die venezolanische Regierung, anders, also mehr als andere Botschafter, dass sozusagen bei dieser Ausweisung auch die Studie des wissenschaftlichen Dienstes zitiert wurde und sozusagen da auch eine Rolle gespielt hat. Deswegen kennt auch Ariasa mich darüber sozusagen und dadurch ist der Termin auch sehr schnell zustande gekommen. Ganz kurze Darstellung dieses Gespräches. Es war ein gutes Gespräch. Wir haben vor allen Dingen über die internationale Lage auch gesprochen. Ich habe durchaus auch gesagt, dass ich sehr viel Kritik habe an der Politik der Bundesregierung hier und die Linke sehr viel Kritik hat an dieser Politik, dass wir sie für völkerrechtswidrig halten und hier dafür eintreten, diese Politik zu korrigieren. Dass ich aber dennoch wünschen würde, dass die diplomatischen Beziehungen wieder hergestellt werden zwischen Deutschland und Venezuela. Und dass wir gleichzeitig den Druck sozusagen auf die Ausrichtung gegenwärtig auch im Bundestag weiter aufrechterhalten wollen. Er hat dann unter anderem, es waren viele Sachen, aber eine Sache will ich erwähnen, die ist nämlich nicht ganz unwichtig, gerade in Berlin. Er hat dann den Cuecca-Stein erwähnt. Ich weiß nicht, wer kennt diesen Cuecca-Stein? Im Tiergarten. Vielleicht mal aufzeigen, wer das kennt. Mich würde es mal wirklich interessieren. Aber immerhin, weil ich kannte es nicht. Der große rosa Farbe? Genau. Ich kannte das nicht. Ich habe das, er hat mir das erzählt. Ich habe mich dann natürlich belesen, habe mich darüber informiert. Und ich erzähle ganz kurz diese Geschichte. 1998, bevor Chavez Präsident wurde in Venezuela, ist ein 35 Tonnen schwerer Stein aus dem Weltnaturerbe, UNESCO-Weltnaturerbe im Südosten Venezuelas, da wo die Tepuis stehen, entwendet worden von einem deutschen Künstler, der im Rahmen eines Kunstprojektes Global Stone, das hier im Berliner Tiergarten steht, aus allen Kontinenten vergleichbar große Steine zusammengeführt hat und daraus sozusagen ein Friedensprojekt symbolisieren soll. Und das steht jetzt sozusagen im Tiergarten. Das hat sozusagen der Präsident des Nationalparkes damals auch unterschrieben und sozusagen Deutschland geschenkt. Also aber er war dazu nicht befugt. Das durfte er nicht. Deswegen ist diese Schenkung rechtswidrig. Das sieht auch die UNESCO so. Und seit 1998 oder kurz danach, in den Folgejahren 99, 2000, 2001, seitdem fordert sowohl die ansässige Gemeinde der Pemon, Ureinwohner, die sozusagen das ein Dorf ist in der Nähe dieses Steins, als auch die venezolanische Regierung die Rückgabe dieses Steins von Deutschland. Und wir waren, das schiebe ich jetzt mal ein, wir waren dann auch, also Ariasa hat bei dem Gespräch vorgeschlagen, ich kann ja auch die Pemons treffen die würden dann nach Caracas kommen und dann kann ich mich mit denen austauschen. Dann habe ich gesagt, na, ob die jetzt nach Caracas kommen oder ob ich da runterfahre, ist ja ungefähr das Gleiche, ob ich denn nicht runterfahren könnte und dann würde ich mir sozusagen das direkt vor Ort anschauen. Das hat dann am Ende funktioniert. Wir waren da unten, also wir, Mariana auch dabei und meine Dolmetscherin haben die dort besucht. Und dieser Stein hat für sie, für die Pemons, eine enorme mythische Bedeutung. Das sind zwei
Steine dieser Größenordnung, die da nebeneinander stehen, in der Nähe dieses Dorfes. Und bedeutet für sie bedeutet das der Abuelo, Abuela, der Großvater, die Großmutter. Und der eine ist halt weg, der Großvater ist traurig und deswegen ist auch die Natur sozusagen aus dem Gleichgewicht geraten und die Ernten sind schlecht. Das ist ungefähr und das ist ernst, das glauben, also ist wirklich, das ist nicht irgendwie aufgesetzt oder so, das ist halt sozusagen ihre, wenn man so will, ihre Religion. Und dieser Stein hat halt sozusagen eine besondere Bedeutung. Deswegen kämpfen die seit 20 Jahren, waren oft in Caracas, damit dieser Stein zurückkommt. Und sie waren sogar letztes Jahr hier in Berlin im Tiergarten und waren dann ganz erschüttert, weil der Stein ja auch bearbeitet ist und dass sie sozusagen als Verletzung eigentlich ansehen. Aber sie wollen den Stein halt zurückhaben. Venezuela fordert das seit 20 Jahren oder seit mindestens 15 Jahren wahrscheinlich. Und die Bundesregierung sagt, wir haben da auch mal eine Anfrage zu gemacht vor 3 Jahren, kleine Anfrage. Die Bundesregierung sagt, ja, wir wollen den Stein zurückgeben, aber die Kosten soll Venezuela übernehmen für die Rückführung. Das macht auch, das ist Venezuela zu bereit. Aber Venezuela soll auch die Kosten für einen anderen Stein aus Brasilien der gleichen Größenordnung übernehmen und für das Gehalt des Künstlers, der diesen Stein dann bearbeitet. Das ist, ich finde das jedenfalls nicht nachvollziehbar. Und das ist sozusagen ein diplomatischer Gegenstand. Deswegen hatte Arreaza das ja auch angesprochen. Und da werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen aktiv sein, um sozusagen diese Schande, ich finde das eine Schande, sich so zu verhalten, um das zurückzuführen. Politisch ist es nachvollziehbar, die Bundesregierung möchte mit der gegenwärtigen venezolanischen Regierung nicht eng kooperieren und möchte sozusagen da auch dann nicht einen diplomatischen Erfolg, wenn man so will, ermöglichen. Aber auf der anderen Seite möchte sie ja auch den Botschafter zurückhaben und vielleicht kann es ja in dieser Debatte tatsächlich dazu kommen, dass der Stein zurückkommt. Das nur am Rande. Das hat Arreaza dargestellt und das war sozusagen Regierungsseite. Gespräch mit Maduro hatte ich ursprünglich gar nicht vorgesehen, aber nach diesem Treffen mit Arreaza, wo wir am Ende dann rausgegangen sind aus dieser Kanzelleria, aus diesem Außenministerium, auf diesen zentralen Plaza Bolivar, da gibt es auch Videos dazu, und wo ich schon beeindruckt war, dass er ohne Sicherheitskräfte dort praktisch ein Bad in der Menge genommen hat und wirklich ganz viele Menschen total positiv auf ihn reagiert haben, dass wir da rauskamen. Das hat mich schon, fand ich schon sehr beeindruckend. Eine Diktatur stelle ich mir da etwas anders vor. Ich hatte dann nach dem Treffen kam die Anfrage von Maduro auch und dann haben wir auch eine Nacht drüber geschlafen und gesagt, okay, machen wir. Und vielleicht das auch kurz dargestellt. Das ist immer so, dass man dann sich trifft im Außenministerium, das ist protokollarisch alles irgendwie festgehalten, weil Venezuela natürlich ein Präsidialsystem ist, eine Präsidialdemokratie. Und dann geht man mit dem Außenminister zum Präsidenten. Der Arreaza war mittlerweile in New York bei der UNO und deswegen war der stellvertretende Außenminister dabei und dann geht man sozusagen zum Präsidenten und trifft sich mit ihm. Das Gespräch hat sicher eine Stunde, schätze ich mal, gedauert, war aus meiner Sicht sehr gut, insofern, dass es interaktiv war, also er hat nicht irgendeinen Vortrag gehalten oder irgendwelche Vorhaltungen oder irgendwas, sondern man hat da diskutiert, gab Argumente, der eine hat zugehört, der andere hat zugehört. Das war aus meiner Sicht ein wirklich sehr gutes Gespräch. Ging natürlich vor allen Dingen um die internationale Lage. Ich habe erklärt, so wie ich es auch auf Facebook dann geschrieben habe, ich überbringe die solidarischen Grüße mit dem venezolanischen Volk gegen Wirtschaftssanktionen und Militärdrohungen. Genau so, also jetzt nicht unbedingt mit der Regierung, aber mit dem Volk gegen diese äußeren Drohungen. Er hat
sehr ausführlich dargestellt, die verschiedenen Vermögenseinfrierungen, zum Beispiel des Goldes bei der Bank of England oder auch größere Milliardensummen bei einer portugiesischen Privatbank, hat das sozusagen im Einzelnen dargestellt und auch die Summen genannt, die ich jetzt nicht aus dem Kopf wiedergeben kann. Aber es waren halt gigantische Summen und er sagt halt, wir werden hier im Grunde genommen beraubt, dieses unseres venezolanischen Geldes, sind ja keine Privatvermögen, sondern es sind ja sozusagen staatliche Vermögen. Und das führt natürlich zu enormen Schwierigkeiten auch für die venezolanische Wirtschaft oder auch für den Staat, dann bestimmte Maßnahmen, soziale Gesundheitsmaßnahmen oder was auch immer, umsetzen zu können. Er hat, was die internationale Lage angeht, betont die Rolle von Russland, positiv betont die Rolle von Russland, dass er als starken Unterstützer ansieht. Und da gibt es ja jetzt auch eine Initiative, über die, glaube ich, Laura auch gleich nochmal vorstellen will. Aber sozusagen, es gibt auch eine Initiative jetzt in der UNO von Venezuela und anderen Staaten, da sind schon 50, 60 Staaten dabei, die jetzt von Russland massiv auch gefördert wird, um das Völkerrecht zu stärken und um sozusagen eine Militärintervention in Venezuela abzuwenden. Er hat genannt, Maduro hat genannt, China als sozusagen unterstützenden Staat. Er hat genannt Indien, das ist ja hier gar nicht so im Bewusstsein, die auch das Öl abnehmen, nachdem die USA das sozusagen boykottieren. Er hat auch gesagt, dass man das sozusagen sie lernen wollen von Ländern, die in solchen Sanktionssituationen schon länger sind. Da ist natürlich an erster Stelle Kuba zu nennen, aber auch Iran, hat er auch zum Beispiel erwähnt. Genau, das war das eine. Ich habe zum Beispiel solche Sachen reingebracht, die er wohl nicht so, meines Erachtens das nicht so klar hatte, was für Auseinandersetzungen wir in Deutschland bezüglich Nord Stream 2 haben. Ja, das ist ja auch eine geopolitische Auseinandersetzung. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, ob er Hoffnungen hat bezüglich der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr in den USA, wo es ja durchaus am linken Flügel der Demokraten um Bernie Sanders herum durchaus jetzt eine Debatte gibt über die Außenpolitik der USA, die durchaus kritisch ist. Also das war für ihn neu, das hatte er sich aber auch sehr interessiert angehört. Fragte mich dann, ist das so jemand wie Jimmy Carter? Also Bernie hat gesagt, ein bisschen linker noch. Das ist sozusagen jetzt nicht so, also er ist schon sehr stark immer auf Trump, er hat das immer sehr personalisiert und Trump macht dies und Trump macht das. Das war so ungefähr der Gegenstand der Debatte. Wenn ich was Falsches erzähle, Mariana war dabei, kann mich dann gleich noch korrigieren. Das mit Maduro, das Ganze ist natürlich, will ich vielleicht auch mal dazu sagen, weil ich bin ja heftig hier kritisiert worden in deutschen Medien, das ist normal. So wie das abgelaufen ist, ist eigentlich, wenn man einen Präsidenten eines Landes besucht, ist das ein üblicher Ablauf gewesen. Man geht dahin, da steht eine Deutschlandfahne, da steht eine Venezuela-Fahne, man hält bestimmte protokollarische Abläufe ein und war jetzt sozusagen nichts Besonderes. Aber es gab ja die Aufregung, weil dann sozusagen das Bild hier auch in den Medien war mit der Deutschland- und Venezuela-Fahne und das hat natürlich hier manche sehr, sehr geärgert. Was die Opposition angeht, ich hatte am Dienstag, jetzt vor knapp zwei Wochen, Gespräche im Parlament mit den verschiedenen, mit allen Oppositionsparteien, das sind im Wesentlichen vier, die sehr unterschiedlich auch sind. Als ich dann dort war, das Ganze war organisiert von der Deutschen Botschaft, habe ich Guaido gesehen, der da nach dem ersten Gesprächstermin, den wir hatten, stand da im Parlamentsinnenhof.
Und dann habe ich der deutschen Botschafterin halt gesagt, ja, würde gerne mit ihm vielleicht begrüßen. Und dann sagte sie zu mir, ja, Sie erkennen ihn doch gar nicht an. Ich sage, doch, als Parlamentspräsident schon, aber nicht als Präsident Venezuelas. Er war ja in der Eigenschaft als Parlamentspräsident. Und dann ist sie halt hin und man muss sagen, die deutsche Botschaft ist sehr eng, sehr, sehr eng, also fast, die sind sehr eng mit den, auch den radikalen Teilen der Opposition. Und sie ist dann zu ihm hin, die kennen sich auch gut und dann kam er an und haben uns begrüßt, haben kurz miteinander gesprochen und da waren gerade verschiedene Gewerkschaftsführer da, weil man muss sagen, die Gewerkschaftsbewegung ist genauso gespalten wie die gesamte Gesellschaft in Frage Chavismus und Opposition. Ein Teil der Gewerkschaften sind sozusagen im chavistischen Projekt eingebunden, ein Teil der Gewerkschaften, und das waren die, die da waren, kooperieren mit der Opposition, und dieses Treffen hat wahrscheinlich stattgefunden, um die Mobilisierung zum ersten Mal zu besprechen. Ich habe dann auch mit den Gewerkschaftern gesprochen und auch mit den verschiedenen Oppositionsparteien. Das Interessante dabei war, dass mir auch hochrangige Führer der Opposition, die auch hier durchaus in den Medien auftauchen, auch beim Putschversuch am 30. April am Flughafen aufgetaucht sind, gesagt haben, dass sie strikt gegen die Wirtschaftssanktionen und die Militärdrohungen sind. Ja, also wenn man sich die Bilder von dem Morgen anschaut, am 30. April, die in YouTube sind, da kommt einer von der Opposition, der dann Guaido auch umarmt. Der hat mir unter vier Augen gesagt, sie sind strikt gegen Militärintervention und Wirtschaftssanktionen, können das aber nicht so nach außen tragen. Das ist also eine hochrangige Opposition von der Aktion Demokratica, also einer der zentralen Parteien dort. Es gibt auch eine etwas linkere Partei, das ist die Avanza Progressista, Teil der Opposition, die auch dann, nachdem ich ein Treffen mit dem Auswärtigen Ausschuss dort hatte, wo alle Vertreter aller Parteien dort waren, der nochmal zu mir hingekommen ist und gesagt hat, wir haben eine andere Auffassung als die anderen. Ich wollte Ihnen das sagen, hat nochmal einen Gesprächstermin gebeten. Das kam leider nicht mehr zustande. Aber das ist nochmal wichtig, hier zu wissen, diese Opposition ist in sich politisch gespalten. Die tritt zwar sozusagen auch unter Druck relativ nach außen oder wird hier so dargestellt im Wesentlichen als einheitlicher Block, ist aber gespalten. Das hat man ja auch bei der letzten Präsidentschaftswahl gesehen im Mai letzten Jahres, als ja auch ein Teil der Opposition, nämlich genau die Avanza Progressista mit Henry Falcón, ja angetreten ist und 25% der Stimmen bekommen hat. Und nur der radikale Flügel der Opposition zusammen mit den USA und der deutschen Bundesregierung und so weiter die Wahlen boykottiert haben bzw. als nicht legitim erklärt haben. Also das ist schon sehr viel differenzierter. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Nochmal ein paar Worte zu den Hilfsorganisationen. Weil wir führen eine heftige Auseinandersetzung im Bundestag über die Frage der 5 Millionen, die für humanitäre Hilfe seitens der Bundesregierung für Venezuela bereitgestellt wurden. Die Bundesregierung hat kurz nach dem Beginn jetzt der jetzigen Auseinandersetzung, also kurz nach dem 23. Januar, gesagt, wir stellen 5 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Venezuela zur Verfügung. Die muss aber neutral sein. Also sie haben das nicht mitgemacht bei der Cucuta-Aktion an der Grenze am 23. Februar. Das war ja ganz offensichtlich eine nicht neutrale humanitäre Hilfe, sondern ein Versuch sozusagen über den Weg der humanitären Hilfe letztlich eine Militärintervention durchzusetzen. Da fährt die Bundesregierung eine eigene Strategie. Aber es gibt humanitäre Organisationen in Venezuela. Rotes Kreuz arbeiten schon lange da. Es war am gleichen Tag, als ich mich mit denen getroffen habe, kam auch nochmal eine Lieferung von Krankenhausgütern in Venezuela an. Das ging hier auch durch die Medien. Das ist der andere Zweig des Roten Kreuzes.
gibt da das internationale Komitee und die internationale Bewegung, das ist ein bisschen kompliziert bei denen, aber es gibt sozusagen, dieses internationale Komitee ist schon lange da, arbeitet vor allen Dingen in sozusagen elementaren Basisgeschichten wie Wasserversorgung, also klassische humanitäre Hilfe, die sie leisten. Und ich habe die Vertreterin mehrfach gefragt, habt ihr irgendwelche Schwierigkeiten mit in eurer Arbeit mit der Regierung? Seid ihr eingeschränkt? Seid ihr bedroht? Zum Beispiel bedroht durch die Kollektivos. Das behauptet nämlich die Bundesregierung. Und sie sagten nein. Nein, nein, nein. Und sogar, sie hat sogar gesagt, die Kollektivos sind unser Schutz, wenn wir die Arbeit machen können. Ich hatte nämlich 2 Wochen vorher eine Anfrage gemacht an die Bundesregierung, warum sie denn nicht das Rote Kreuz oder die UNO-Organisationen wie die Panamerikanische Gesundheitsorganisation unterstützt mit diesen 5 Millionen. Und die Antwort war, weil die keine unabhängige Arbeit machen können und bedroht werden, insbesondere durch die Kollektivos. Ich habe das gegenteiligen Aussagen von den führenden Vertretern beider Organisationen bekommen. Bei der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation war es auch so. Er hat auch gesagt, es gibt keine Probleme bei der Kooperation. Ich habe dann mehrfach nachgefragt. Es ist eine perfide Strategie. Diese 5 Millionen werden in den Raum gestellt und dann wird gesagt, ja, wenn die Bedingungen für die humanitäre Hilfe da sind und die Bedingungen werden dann von der Bundesregierung so definiert, dass sozusagen ein Regime-Change stattgefunden hat und dann locken die 5 Millionen, die dann sozusagen aktiviert werden. Ich finde das eine zynische Strategie und fordere hier auch nochmal, dass die 5 Millionen sofort an die neutralen Hilfsorganisationen, die vor Ort arbeiten, ausgezahlt werden. Das war mir noch ein wichtiger Punkt. Was könnte ich noch erwähnen? Vielleicht ja, doch ein bisschen zu der institutionellen Krise in Venezuela. Ich will es mal so bezeichnen. Weil wir haben natürlich eine Situation, dass die Organe des Staates im Grunde genommen alle gedoppelt sind. Ob zu Recht oder Unrecht, kann man diskutieren, aber es ist erstmal Faktum. Es gibt ein Parlament. Bei den Parlamentswahlen Ende 2015 hat die Opposition die Mehrheit erhalten. Da gab es Streit um 4 Abgeordnete, ob die sozusagen legitim gewählt worden sind oder nicht. Und das hat dann sozusagen dazu geführt, dass die Regierung dieses Parlament am Ende nicht anerkennt. Auf jeden Fall gibt es dieses Parlament auf. Und es hat dann sozusagen nach diesen Parlamentswahlen sehr gewaltsame Proteste gegeben, die Garimbas, die sehr, sehr gewaltsam waren. Und danach hat sozusagen dann die Maduro und die anderen Regierungsvertreter haben dann eine konstituierende Versammlung einberufen, also eine Wahl abgehalten zur konstituierenden Versammlung, die dann von der Opposition boykottiert wurde, die aber sozusagen doch eine so große Wahlbeteiligung hatte, dass es dazu geführt hatte, dass die Opposition wieder etwas ruhiger geworden ist. Also sie waren ein Stück weit demoralisiert durch den relativen Erfolg aus Regierungssicht für diese konstituierende Versammlung. Aber seitdem haben wir diese 2 Parlamente, die auch noch im gleichen Gebäude tagen, aber nicht kooperieren und es gibt sozusagen kein funktionierendes System im Augenblick. Ja, also das muss man einfach wissen. Dann gibt es natürlich solche Sachen, dass es einen Gerichtshof gibt und in Washington noch einen. Da bauen sie ja auch Exil, die bauen ja auf allen Ebenen. Der Präsident ist eben Maduro und dann sagt Guaido, ich bin der Präsident. Ja, in den USA kämpft Code Pink gerade, verteidigt die venezolanische Botschaft, weil sozusagen dort die Vertreter von Guaido jetzt reingesetzt werden sollen. Deutschland macht das jetzt nicht so, aber es gibt also eine Doppelung dieser Strukturen und letztlich, das muss man schon im Kopf haben, wenn man, und wir wollen alle natürlich eine friedliche Lösung, und eine friedliche Lösung wird es auch am Ende nur mit irgendeiner Form von Dialog und Verhandlungen geben,
muss natürlich das wieder in irgendeiner Form geheilt werden. Auch wenn ich jetzt das nicht für sehr realistisch aktuell halte, trotzdem sollte man das im Auge haben. Zum Schluss vielleicht nochmal, was Dialogmöglichkeiten angeht. Einmal internationale Ebene, national, also venezolanische Ebene. International gibt es im Wesentlichen zwei relevante Prozesse gerade. Das eine ist der ist von Mexiko und Uruguay unterstützte Montevideo-Prozess. Der sieht eigentlich Gespräche vor, ohne Vorbedingungen, an deren Ende Neuwahlen stehen können. Und auf der anderen, und das wird von Maduro zum Beispiel unterstützt, aber von Guaido abgelehnt. Dann gibt es die Kontaktgruppe der EU, die sozusagen als Voraussetzung von Gesprächen oder als ersten Punkt von Gesprächen Neuwahlen ansehen und dann kann alles weitere folgen. Das wird wiederum von Maduro abgelehnt und naja, Guaido wird sich da wahrscheinlich nicht gegen aussprechen. Das ist die Situation. Mich erinnert das sehr an Syrien. Vielleicht erinnert ihr euch an die Debatte in Syrien, wo immer gesagt wurde, ja, wir müssen verhandeln, aber erst muss Assad zurücktreten, das war die eine Position, die anderen haben gesagt, nein, man muss erstmal bedingungslos verhandeln. Am Ende kann sozusagen auch vielleicht ein Rücktritt stehen oder eine Neuwahl und so weiter. Das erinnert mich sehr stark daran. Intern ist es so, dass Maduro hat gesagt, ich bin jederzeit bereit zu verhandeln, ich verhandle auch mit dem Teufel, con el Diablo. Er hat das als Problem dargestellt, dass immer dann, wenn er mit Oppositionsvertretern redet, dass am Ende ein Anruf aus den USA kommt und die Verhandlungen abgebrochen werden. So geschehen im Vorfeld der letzten Präsidentschaftswahlen, weil diese Präsidentschaftswahlen, die ja nicht anerkannt werden vom Westen, war die Art und Weise, wie die Wahlen abgehalten wurden, waren das Ergebnis eines langen Verhandlungsprozesses, das in verschiedenen Kapiteln sozusagen fixiert wurde. Und als alles fertig war, übrigens unter Leitung von Zapatero, dem ehemaligen spanischen Ministerpräsidenten, als alles fertig war, hat dann ein großer Teil der Opposition sozusagen die Unterschrift verweigert und gesagt, wir erkennen die Wahl nicht an. Das hat er natürlich angeführt als Beispiel, warum Verhandlungen scheitern aus seiner Sicht. Und er hat auch gesagt, dass er im November, Dezember auch mit 4 hochrangigen Oppositionsvertretern praktisch im Hintergrund, im Hinterzimmer Verhandlungen geführt hätte, aber auch die sind dann abgebrochen worden und er hat das so interpretiert, sozusagen, dass sie immer dann, wenn die USA sagt, nein, jetzt nicht mehr, dass sie dann sozusagen das abbrechen. Also das war seine Darstellung. Guaido und die meisten Oppositionsparteien, also die radikaleren Oppositionsparteien, haben dargestellt, Verhandlungen sind im Augenblick nicht sinnvoll, weil sie nur Zeitgewinn für die Regierung Maduro, für Maduro darstellen und deshalb im Augenblick nicht sinnvoll. Ich habe viel mit kritischen Ex-Chavisten oder ehemaligen Ministern gesprochen, mit diversen, auch zum Beispiel Edgar Zambrano, der gestern im Tagesschau-Artikel in einer Art und Weise zitiert wurde, was mich sehr überrascht hat, weil ich habe ihn völlig anders wahrgenommen. Ehemaliger Industrieminister und Chef, glaube ich, des Ölkonzerns. Sagt so zum Beispiel, da gibt es verschiedene Modelle intern, wie man sozusagen über einen Verhandlungsprozess, was man machen könnte. Er hat zum Beispiel das Modell einer Regierung der nationalen Einheit, also von Regierung und Opposition praktisch, wo die Anreize, um sowas zu bilden, dafür da sein könnten, wenn sozusagen die internationale Gemeinschaft sagt, wir stoppen die Sanktionen, wir lassen großflächig humanitäre Hilfe zu, dann meint er, könnte sowas funktionieren und dann müsste es einen schnellen Prozess geben, nicht sofort, aber sozusagen einen schnellen Prozess, zunächst Parlamentswahlen und dann neue Präsidentschaftswahlen anzusetzen. Das ist zum Beispiel ein Modell, dann gibt es andere Modelle, ich will jetzt nicht im Einzelnen darstellen, das gibt es alles,
wie man das machen könnte. Das Grundproblem ist, glaube ich, und das ist das wahrscheinlich leider das realistische Szenario, dass die internationale Lage so ist, die geopolitische Lage so ist, dass das nicht gewollt wird, dass insbesondere seitens der USA tatsächlich auch auf einen militärischen Regime-Change hingearbeitet wird. Und was mir gerade ganz aktuell besondere Sorgen macht, ist, dass ich auch ein Chile-Szenario für möglich halte, in dem Sinne, dass im Militär Leute umgebracht werden, um das Militär irgendwann zum Absetzen von der Regierung zu bewegen, von Maduro zu bewegen. Und die Fixierung hier in der Medienberichterstattung auf das Militär ist für mich da das beobachte ich mit großer Sorge, weil es ist schon komisch, dass so auf das Militär fixiert wird, weil es ist ja nicht nur das Militär, es waren Hunderttausende am 1. Mai, die halt auf Seiten der Regierung, auf Seiten der PSUV demonstriert haben. Es ist nicht so, dass das praktisch nur das Militär die Stütze von Maduro ist. Er hat eine relevante Basis in der Gesellschaft, kann man schätzen. Das ist vielleicht nicht die Mehrheit, aber es ist eine ganz, ganz relevante Basis, vor allen Dingen in den ärmeren Schichten, in den Barrios, in Caracas. Und all das ist, auch selbst wenn das Militär jetzt rübergehen würde, würde das nicht unblutig über die Bühne gehen. Ich halte das für völlig wahnsinnig. Ich glaube, man muss zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine, die Debatte, letzte Wort, das eine sozusagen, wie schätzt man innenpolitisch ein, warum ist der Glanz des bolivarischen Projektes sozusagen blasser geworden, warum hat es sozusagen der Bolivarismus nicht geschafft, vom Erdölextraktivismus wegzukommen und so weiter und so fort. Ganz wichtige Diskussionen, aber das sollte man sauber davon trennen, von der internationalen Frage, weil es völlig unabhängig, wie wir im Detail jetzt Maduro beurteilen, wie wir im Detail die Lage in Venezuela selbst beurteilen, völlig unabhängig davon, dass man strikt gegen die Drohungen, gegen die Militärdrohungen und gegen die Wirtschaftssanktionen und hier auch gegen die Politik der Bundesregierung vorgehen muss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.